So, hoffentlich geht es jetzt wieder. Da haben wir den Rad. Oh Mist, jetzt hat sie uns gesehen. Ja, noch ein bisschen. So, was bist du? Eine normale Ratte. Ja, okay. So, weg mit dir. So, jetzt gibt es hier halt diese Wege weiter. Und diese Wege würde ich auch gerne weitergehen wollen. Oh, ein Quamer Kundschafter. Und tot. So, also hier geht es eigentlich nur noch diese Landzunge entlang, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Ah, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Na, Moment mal kurz. Boah, das ist echt zum Kotzen. Jetzt habe ich schon dreimal geschrien, sie sollen bitte leise sein. Und sie ignorieren es immer noch. Also zum dritten Mal jetzt. Okay, da komme ich nicht drüber. Naja, egal. Aber selber muss man dann schon berücksichtigen, wenn sie irgendwas wollen. Echte. Dann sage ich sogar noch immer, bitte seid leise. Oder würdet ihr bitte die Güte haben, nicht zu brüllen? Oder könnt ihr bitte etwas leise sein? Oder seid doch bitte etwas leiser? Ich bitte jedes Mal und sie ignorieren das einfach. Und brüllen extra und trampeln die Treppe rauf und runter. Knallen Türen zu. Echte. Als ob wir das mit Absicht machen würden. Vermutlich tun sie das auch. Oder es ist pure Gleichgültigkeit. Eins von beiden. Ist aber zum Kotzen. So, diesen Weg hier entlang. Pure Gleichgültigkeit heißt nämlich, sie sind voll asozial. Und Absicht würde heißen, sie sind aufs Übelste gemein. So, bevor er uns angreift, greifen wir ihn an. Ich glaube aber tatsächlich, ist es Gleichgültigkeit. Für sie ist das, was ich hier mache, also aufnehmen, ist für sie ist ihnen vollkommen egal. Auch wenn ich dabei Ruhe haben möchte, es ist ihnen vollkommen egal. Nur weil sie das nicht einsehen, dass es mir halt wichtig ist. Wenn ich sie bei etwas stören würde, zum Beispiel die Larandia, die hat ja vorhin gemalt, wenn ich sie dann einfach mal anrempeln würde oder sowas. Einfach nur, weil ich nicht auf sie achte und sie dann einen Pinselstrich falsch macht, dann wäre das die Plärrerei groß. Aber wenn, obwohl es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Aber wenn ich hier bei meinen Videos, wenn sie da reinplären, das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen, das ist drin. Dann ist die Plärrerei nicht groß. Dann sagt sie, ja, das ist doch nur ein Video. Das ist von wie ist es? Kann ich auch sagen. Ja, ist doch nur ein Bild. Fang neu an. Wäre das Gleiche. Ich habe da gerade gesehen, da unten ist eine Ahnengruft. Man kommt nicht direkt hin, aber ich gehe da jetzt rein. Ah, das Ahnengruft. Speichern und fertig. Rein da! Aber die kleinen Lecks, die wir hatten, die sind tatsächlich weg. Dafür sind halt diese anderen Lecks wieder da. So, ich schaue da nur mal kurz rein. Ob da jemand ist. Also hier ist eine Tür. Und hier ist gar nichts. Ha!
So, noch eine Reparaturzange. Da fällt mir ein, die können wir eigentlich gleich nutzen. Die andere haben wir ja schon aufgebraucht. Ah, 3 Punkte. Okay, beim nächsten Kampf sollte sie kaputt sein. Heiliger Pilotschrein. Okay. So. Buff aufgefrischt, erneuert. Stahllangschwert. Schloss 10. Gehen wir da mal rein. Oder da wäre nichts. Welches Schloss wäre da? Oder wäre auch Schloss 10. Okay, alles geöffnet. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Da scheint nämlich tatsächlich gar nichts zu sein. Da ist doch tatsächlich gar nichts. Nur ein Skelett. Lol. So, also hier geht es irgendwie weit runter, wie wir jetzt da aussehen. Da wäre einfach nur ein Raum, dann gehen wir da zuerst rein. Da ist auch ein Gegner. Laut Minikarte. Ein Daedros. Geschafft. Oh, das nehmen wir mit. Athletik auf 80 Punkte. Sehr schön. Schwarze Flechte. Okay. So, dann gehen wir jetzt die letzte Tür rein. Die hier. Das sind vermutlich wieder Gegner. Also. Direkt vor der Tür gleich. Hätte ich eigentlich auf die Minikarte sehen können, aber habe ich nicht getan. So, der Flammatronach hier ist weg. Sehen wir mal. Hier ein kleiner Torbogen. Also ein Durchgang eigentlich. Ein Durchgang. Hat er keine Tür drin? Was ist das schon mit etwas Blau? Blaue Kerzen. Das war's. Heiliger Velotschrein, Buff nochmal erneuern. Nochmal ein heiliger Velotschrein, einfach nur, damit er jetzt wieder eine Sekunde länger hält. Okay. Ah, jetzt ist das weg. Extravagantes Rubinamulett. Falle, Dr. Briant, Urne. Wir nehmen mal die Kerzenständer hier mit und werden auch eine gleich benutzen. So, Schloss 20, Schloss 20. Dietrich des Lehrlings. So. Offen. Offen und die Falle wird entschärft. So, was haben wir hier? Großer Seelenstein, super. Gewöhnlicher Seelenstein, super. Was haben wir da eigentlich gesammelt? Dremora Fürst war so eine Seele und da wäre pestkranke Ratte drin und sonst noch gar nichts. Na gut. Was haben wir hier drin? Asche von Dr. Briant, den nehmen wir mal mit. Und Dens Tagmeers Ring. Darauf die Wirkung Feuerresistenz, Frostresistenz und Blitzresistenz 30% auf sich selbst. Den nehmen wir auch mit. Ist bestimmt ein Questgegenstand. Gut, gehen wir. Fertig. Wie ein Doktor ist das? Naja. So, hier draußen brauchen wir kein Licht. Aber speichern tun wir. So, da drüben ist auch schon genießt. Ach komm, hier ist ein Schwamm. Hier, Schwämme sind hier. Dann nehmen wir den Schlamm einfach mal mit. Das ist sowieso eher selten, dass wir den haben. Da könnten wir hoch. Hier so. Und dann sind wir oben. Jetzt muss ich nur auf der Minikarte dann wieder nachsehen. Wo wir ungefähr sind. Ich komme da nicht hoch. Komme ich links hoch? Ja, hier links komme ich hoch.
Konkret und Silberpfeil. So, bei dem Weg waren wir noch nicht. Das hier haben wir schon ungefähr, da ist auch Berandas. Dann folgen wir jetzt diesem Weg hier erstmal nach rechts. Und tot. Hey, kein Lag, habt ihr das gesehen? Ein kurzes Hochgang, aber kein richtiger Lag. Gut, dann gehen wir da vorne. Ging es irgendwo rechts rein? Da würde ich dann entlang gehen. Verzauberung auf 59 Punkte, juhu! Dann hätten wir jetzt eigentlich auf 9, oder? Nein, 8 sind wir. Okay, da ist dann wieder Berandas. Da könnte man auch hoch. Hallo? Dies wird euer Ende sein, Swit. Okay. Wie ihr meint. Ich glaube, wir sind etwas schwer belastet. Okay, ihr wolltet es so. Ihr habt mich angegriffen. Ihr werdet sterben. Immer diese Aschländer hier. Hinumu Sidornanit. Mhm, hat nichts, was wir brauchen. Hansi Sahar Naturapli. Hat einen Silberpfeil. Und da. Elitlaya Asornirishpal. Okay. Durchsuch mir das Lager. Hier haben wir Salzreis, Hammereier und 25 Draken. Natürlich, wieder dieser schöne Bug, dass es nicht aufgedeckt wird. Alles, wo wir gerade hingegangen sind, wurde nicht aufgedeckt. Ich gehe zurück. So, es soll ja alles aufgedeckt werden. So, okay, das passt. Dabei halt dann Berandas. Das heißt, wir haben da jetzt alles und könnten theoretisch da zurück. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rechts entlang. Hier so rechts würde ich gerne entlang gehen wollen. Diesen Weg hier. Mhm. Der Weg würde da weitergehen, aber auch hier, da möchte ich da mal kurz hin. Okay, da geht ja nur die Landzunge hier herunter. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendwas ist. Also lassen wir das. Folgen wir dem Weg da. So, also da rechts. Einfach nur mal kurz hochschauen. Ist dann wieder Berandas, das ist auch ein Weg. Sehr schön, dass da auch ein Weg ist. Wobei, ich glaube, der führt dorthin und dann wären wir halt wieder hier. Das wäre toll, dann könnten wir das schnell machen. Dann hätten wir halt nur hier die Umrandung von Berandas nicht. Was aber auch nicht schlimm ist unbedingt. Ah, da haben wir einen Heldenhund. Den würde ich schon gerne mal kurz loswerden wollen. Da unten ist der andere Weg, den wir dann noch weitergehen werden. Hier sind Ratten. Aber hier waren wir schon. Das war halt dieser Weg. Da gehen wir später dann auch nochmal kurz zurück. Oder ich weiß nicht. Der andere Weg geht halt dann tatsächlich da entlang. Also irgendwann müssen wir den ganzen Weg halt wieder zurück. Aber ich glaube, jetzt gehen wir erstmal zu diesem Weg dahin zurück. Also umdrehen. Zu dem da. Oh! Ein Straßenschild. Cool. Alveloti, Gnisis und danach Aldruhn. Wir haben. Das wurde schon wieder nicht aufgedeckt. Ich meine, wir sind. Nein, wir sind hier runter, nicht da. Okay.
Ein Sprung noch. So, aufgedeckt. Ja gut, also da wäre der eigentliche Weg. Dann folgen wir dem anderen Weg noch kurz. Vielleicht kommen wir dann zu dem da hinten wieder hin. Da wäre ein... Ach komm, weg mit dem. Ein Pestkranker. So, Hundefleisch, Silberpfeil. Wir haben wieder exakt 50 Pfeile und bewegen zu viel. Bewegen zu viel. Nein, das darf nicht wahr sein. Zack. Ja gut. Ich würde dich mal kurz, nur kurz ent... Oh, eine Ratte. Mist. Eine normale. Und einen richtigen Leck gab es auch nicht, hatte ich das Gefühl. Okay, hier waren wir schon ungefähr. Ja, hier waren wir schon. Gehen wir mal da entlang. Weil das ist ja, glaube ich, hier der Weg wieder. Na, jetzt haben wir das Stück hier nicht auf der Karte. Ah, da könnte auch etwas sein. Da will ich gerne entlang, da ist sowieso ein Höllenhund. Na? Na? So. Da könnte eine Höhle oder sowas sein. Bestimmt. Es gibt hier tatsächlich so eine Art Weg. Aber ob hier eine Höhle ist? Da hinten ist bestimmt der normale Weg. Ja, das wäre der normale Weg. Gehen wir mal den hier kurz ein bisschen weiter entlang. Das hier ist, glaube ich, auch der normale Weg dann. Ist das eine Dedra-Ruine? Ich glaube, da ist eine Dedra-Ruine. Ja. Und eine Höhle und eine Ratte. Pestkrank. Ja, dann. Pfeil ins Auge. Was? Die ist erkrankt. So, dankeschön. So, das nehmen wir mit. Die andere Ratte. Ah, Moment mal. Die war da oben. Die liegt immer noch da oben. So, keine Ahnung, was das für eine Höhle. Ja, ein Höhlenhund hat uns gesehen. Du möchtest sterben. Du darfst sterben. Dreimal Hundefleisch. Krass. Um...